dass du hier bist. Und wir haben gestern ein bisschen geplaudert und hast eine wunderschöne Anekdote erzählt, wie das eigentlich so war, wie du zu DSDS gekommen bist. Das war eigentlich gar nicht geplant. Du warst erstmal shoppen mit deiner Freundin. Wie ging das denn weiter? Ja, genau. Also es war jetzt nicht aktiv, dass ich mich angemeldet habe, sondern meine Freundin und ich waren in Stuttgart shoppen und dann meinte sie so, hey, da ist doch dieser DSDS-Truck, magst du da nicht mal mitmachen? Und dann haben wir so überlegt, ja, warum nicht? Und dann haben wir das halt ausprobiert, sind da relativ lange in der Schlange gestanden und an dem Tag waren tausende Kandidaten da und ich glaube, wir sind dann irgendwie 10 Stück weitergekommen. Also es war echt nicht ganz einfach und nur, dass man das vielleicht weiß, auch zum Hintergrund, also es ist ja nicht so, dass man da direkt vor die Jury zum Dieter Bohlen kommt, sondern es gibt ja immer dieses Forecasting. In meinem Fall war das dann dieser Truck in Stuttgart und dann, wenn man da weiterkommt, kommt man nach Köln zum Jurycasting zur DSDS. Also war dann auch erstmal ein Forecasting und dann wurde bestimmt, wer dann eigentlich in die Shows dann kommt. Und dann kam die frohe Nachricht, du fliegst in die Südsee. Genau, auf die Malediven, ja. Auf die Malediven, Wahnsinn. Wie warst du dort für dich gewesen? Wie lange warst du dort? Also da war ich ja dann drei Wochen in der Schule, weil ich ja 16 war und zum Glück hat mein toller Direktor das auch wirklich gut unterstützt, weil ich da auch in der Schulband gesungen hatte und dann waren wir zwei Wochen auf den Malediven und haben da wirklich, wir sind aus dem Flugzeug raus und dann wird sofort gedreht, ganzen Tag und man hat auch im Flugzeug schon Zeit, den Song zu üben, den ersten und dann wird direkt angefangen zu drehen, also ist auch ein bisschen mit Schlafmangel und Druck und Aufregung verbunden, aber es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung und man hat oft auch nur eine Nachtzeit, um einen Song einzustudieren für den nächsten Tag, dann wird den ganzen Tag gedreht, es ist schon auch ein straffes Programm, es ist jetzt kein Urlaub in dem Sinn, aber wir hatten trotzdem ein sehr schönes Hotel direkt am Strand, also es war aushaltbar. Du hattest auch ein bisschen Zeit, dir was von der Umgebung zu sehen dort. Oder was du nur arbeiten ein bisschen? Ja, ein bisschen, ab und zu mal. Okay. So, dann unter die ersten 20 gekommen. Danach keine große Musikkarriere angestrebt, sondern erstmal bodenständig geblieben. Du hast dann dein Abitur erstmal weitergemacht. Was ich dafür Genau. Ich habe dann direkt danach weiter die Schule gemacht und mein Abi gemacht. Dann habe ich BWL studiert, also was ganz anderes. Ich bin jetzt auch fertig und fange dann im Oktober meinen Master an. Also das ist mir auch wichtig, dass ich das nebenher auf jeden Fall weiter behalte. Singen und das ist meine Leidenschaft, aber es ist halt einfach auch als Musiker wichtig, dass man irgendwie auch eine Sicherheit hat und deswegen habe ich mich dann für den Weg unter der Woche entschieden. Also auch deine Empfehlung für die Jugend, sind ja viele junge Leute hier heute, bleibt am Boden, ist das so? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Musikergeschäft ist ja oft auch mal nicht ganz stetig, also ist ja auch mal so saisonell oder mal hat man eben mehr Auftritte, mal weniger und deswegen war es für mich auch schon immer wichtig und klar, dass ich dann auf jeden Fall was Normales noch mache und arbeiten gehe und dann am Wochenende die Musik beibehalte und meine Auftritte mache. Sehr gut. Wo kann man dich sehen als nächstes? Wo bist du zugange? Mit Band, ohne Band, mit Playband oder wie? Also ja, ich bin in verschiedenen Bands. Wir machen immer mal wieder öffentliche Auftritte, aber viel kommt natürlich jetzt auf die Hochzeitssaison. Da kann man natürlich Trauungen, Sektgesänge, Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern. Also da ist immer viel geboten, gerade im Sommer und im Frühjahr. Ja. Also, Lena, können Sie buchen, meine Damen und Herren? Wenn Sie das möchten, können Sie das entweder direkt hier nach der Veranstaltung, wenn Sie gesungen haben, oder Sie sehen hier oben die Internetadresse natürlich eingeblendet, www.lena-hähnlein.de. Auch dort gibt es einen kleinen Button, Kontakt, und da kann man auch Kontakt aufnehmen, wenn Sie Lena mal buchen möchten für Ihre Veranstaltung. Sie macht das gerne. Jetzt werden wir was hören von dir. Was hast du für uns zusammengestellt im nächsten Set? Also das nächste Set ist auch wieder abwechslungsreich zwischen Charts, ein paar Klassikern, auch wie I'm So Excited. Und ja, eine ganz gute Mischung, glaube ich, dass für jeden was dabei ist. Schön.